Hallo, hier ist die fesche Lola. Nein, ich begrüße euch zu unserer 42. Sendung von Laverne TV. Pitti, sein letzter Arbeitstag ist gekommen. Das heißt Abschied nehmen vom Roland. Pitti hat sich für den Roland zum Abschied etwas einfallen lassen. Sozusagen ein kleines Auf Wiedersehen, Erinnerungsgeschenk. Denn die Zeit hier in Lavinier hat dem Pitti sehr gut gefallen und er ist sich sicher, auf jeden Fall wiederzukommen. Tja, der letzte Arbeitstag von Pitti. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Bis gleich. So, Pitti, heute letzter Tag? Ja, Roland, heute ist mein allerletzter Tag. Du tropfst. Ich tropfe? Ja. Ich tropfe immer. So, wir haben heute noch viel Arbeit. Wir müssen die ganzen Vorbereitungen machen für unsere Versteigerung. Alles aufräumen, die ganzen Klamotten, die hier rumliegen, alle zusammen. Verstehst du? Ja, ja. Dann müssen wir noch ein Auto schieben und viel zu tun. Ne? Viel zu tun. Letzter Tag viel Arbeit, damit es gut in Erinnerung bleibt. Ja, ne? ja, machen wir. Ja. Okay, dann lass uns. Prost. Prost. Ich hab noch die 0, Pitti. Der Thorsten hat die 5 gekauft. Der Thorsten hat die 5 gekauft? Ja, die 5, die wollte ich selber haben, Mann. So, und dann will ich auch die. Ich will die 0 nicht haben. So, die kannst du behalten. Heute ist mal außerdem mein letzter Tag, ja? Dann ist sowieso Schluss. Pitti? Da, Roland. Kannst du mal kommen? Ja, klar, ich komme. Oh, das ist wirklich schwer. Weißt du was? Wir machen ein Galeriefoto von dir. Oh ja, das machen wir. Vor dem Auto. Ne? Ja, das machen wir jetzt. Ja, komm. Geh mal ein bisschen näher dran, ja? Ja. Ich bin dran. So. Weißt du, wie Marina das immer macht? So. Ne? So. Schön mit Posing, ja. Pose ist schlecht. Andersrum. Ein bisschen gerade davor. Ja, so, so, so. Andere Seite nochmal. Fallen. So. Ja, soll nicht mehr. So. Andersrum. Jawohl. Das macht richtig Spaß, oder? Hey, ich glaube, es ist schon gut. Ich glaube, wir haben schon alles, was wir brauchen. Gut, das Schild, das muss ich da hier vorne noch hinstellen. Dann bin ich soweit fertig. So, die Szene ist gestorben, die ist okay. Ja, ne? Können wir machen. Ja. Und jetzt machen wir noch, spielen wir noch ein Auto schieben. Ne? Ja gut, ja, machen wir. Ja. Okay, da komm. Ich komm. Mach mal Tor auf! Was ist denn? Mach mal Tor auf! Ja. Roland! Ach so! Geschafft. Ja, jetzt haben wir es geschafft, ne? Dann haben wir jetzt erstmal Feierabend, ne? Ja, jetzt haben wir Feierabend, ne? Für den letzten Tag habe ich ein Lied für dich komponiert. Mhm. Die Bongo spiele ich schon sehr, sehr lange. Und bei mir zu Hause gefällt allen das Bongo spielen gut. Mhm. Aber das ist jetzt ein Lied nur für dich. Ja, dann mach mal. Bravo, oh, das ist gut. Bravo, bravo. Gefällt dir das gut, ja? Das gefällt mir. Geh noch ein bisschen weiter. Bravo! Bravo, Pitti, bravo! Bravo! So, oh, jetzt bin ich nach Hause und da den letzten Tag fand ich. Das war so schön hier, aber ich muss gehen. Und Räuberling und die Marina!
raus. Du kommst ja gewiss wieder, ne? Ich bin so ungern. Vom Räuber und von Marina habe ich mich schon verabschiedet. Was ist denn jetzt mit der Null? Häbchen, gut auf. Ich komme wieder. Alles klar, Pitti. Oh ja, Mann, ey, der kleine Pitti. Ich werde ihn so vermissen. Die paar Tage vergingen wie im Fluge. Ja, auch unsere Sendezeit ist leider schon wieder vorbei. Ja, und es dreht sich natürlich auch weiterhin alles um die Versteigerung vom 18. bis 20. Mai. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren und ich werde euch das nächste Mal einen kleinen Einblick in das geplante Programm zeigen. Und jetzt kommt wieder unsere Wetternachhersage. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis nächste Woche Freitag. Hallo und herzlich willkommen in unserer Wetterstation. Wie war das Wetter? Ach, noch mal am Rande erwähnt. Wisst ihr noch, wer mir den Hut geschenkt hat? Tom und Hajo. Ja, also kommen wir zurück. Wie war das Wetter? Das kommt davon, von den ewig Nörgelern. Scheiße hatten wir es. Aber absolut scheiße. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche Freitag. Bonjour, voilà, Gris-Gris, comme toujours. Ich bin ein bisschen triste, ich bin ein bisschen traurig, weil der kleine Pitti ist zurück nach Afrika. Aber ich habe versprochen, ich werde ihn dieses Jahr im Sommerferien besuchen. Ich weiß, wo er wohnt in Afrika, in Busch 427. Ich finde ihn. Au revoir.